Beim Thema Reifenfreigaben gab es ja letzte oder Ende letzten Jahres so eine Änderung, die mich natürlich auch betrifft, ist ja klar. Um die habe ich mich aber jetzt eine ganze Zeit lang drum drücken können. Jetzt hat es mich dann letztendlich dann aber wirklich erwischt und kotzt mich tierisch an. Das kann ich nicht sagen. Und deswegen wollte ich mich einfach mal ein bisschen bei euch auskotzen. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute will ich mich einfach mal ein bisschen ausjammern hier. An der Stelle melde ich mich mal hier aus einer zukünftigen, gegenwärtigen Zeitblase und muss hier noch kurz was ergänzen. Das Video war schon abgedreht, so wie ihr es jetzt dann gleich noch zu sehen bekommt. Aber in der Zwischenzeit ist dann noch was passiert, beziehungsweise auf mich zugekommen, was ein bisschen was aus diesem Video jetzt da wieder relativiert beziehungsweise komplett über den Haufen geworfen hat. Nichtsdestotrotz ist so ziemlich alles, was ich erzählt habe, immer noch valide, würde ich mal sagen. Deswegen lasse ich das Video erstmal jetzt so, wie ich es ursprünglich geschnitten habe, und melde mich dann aber zum Schluss nochmal wieder mit der Sache, die sich jetzt getan hat. Und ja, ist recht interessant, also dranbleiben bis zum Schluss, dann komme ich noch mal wieder aus meiner aktuellen Zeitblase und teaser euch mal ein bisschen, was dann ja in der nächsten Woche wahrscheinlich im Video auf euch zukommt. Das Thema an sich ist ja eigentlich schon alt und durch. Ich habe mich, wie gesagt, noch eine Zeit lang davor drücken können. Wie und was genau, kommen wir gleich noch zu. Es geht also um die Reifenfreigaben beim Motorrad. So, warum betrifft mich das jetzt überhaupt? Bei der Monster sind standardmäßig ja sozusagen Sport- bzw. Supersportreifen vorgesehen und drauf montiert, wenn er sie kauft. So, ich bin aber halt, wie glaube ich mittlerweile hinlänglich bekannt, eher auf Kilometer aus wie auf Highspeed sozusagen. Und deswegen bin ich natürlich daran interessiert, auch eine entsprechende Laufleistung auf den Reifen zu haben. Und die Laufleistung haben wir tendenziell halt eher bei Sport-Touring-Reifen. Und rein von, ja, vom Grip her, von den Leistungen her, von den Sport-Touring-Reifen, hat ja, glaube ich, auch damals Nasty Nils in irgendeinem von seinen Videos schon gesagt, ist das bei weitem ausreichend, was Sport-Touring-Reifen da liefern mittlerweile. Also spricht eigentlich nichts dagegen, die hier auch auf meiner Monster zu fahren, außer dass es halt die Sport-Touring-Reifen nicht in der Größe gibt, die ich auf dem Hinterreifen standardmäßig drauf habe. Hinten habe ich 180, 60, 17 drauf, standardmäßig, was auch in den Papieren eingetragen ist. Und in der Größe gibt es aber keine Sport-Touring-Reifen. Ich weiß nicht, ob die sich da irgendwie absprechen. Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Die ganzen Sportreifen, die gibt es alle in der Größe. Aber Sport-Touring-Reifen in der Größe gibt es nicht. So. Und da war ja bisher dann immer die Möglichkeit, dass halt irgendwelche Hersteller das aber ausprobieren, eine abweichende Größe. Konkret bei meinen Sport-Touring-Reifen ist das dann immer eine 190-55-17, glaube ich. Ist eigentlich vom Umfang dann oder von den Abmessungen her vom Reifen macht das nicht viel aus. Passt offensichtlich genauso hinten rein. Gibt keine Probleme, aber natürlich musste da dann immer irgendwo so eine Bescheinigung her, dass das auch wirklich funktioniert.
Und das konnten halt in der Vergangenheit immer die Motorradreifenhersteller von sich aus machen. Das heißt, die haben das dann entsprechend durchprobiert, die haben sich ein entsprechendes Motorrad geschnappt, haben da den Reifen drauf montiert, haben das auf irgendwelchen Teststrecken ausprobiert, dass das auch alles funktioniert und haben dann eine Bescheinigung ausgestellt. Die musst du da dann nur mitführen und dann war sozusagen das für euch erledigt, ihr konntet das machen. So, und das habe ich ja in der Vergangenheit, wie gesagt, auch immer gemacht. Ich habe dann hatte da natürlich Einschränkungen, was sozusagen die Marken angeht, weil nicht jede Reifenmarke hatte eine entsprechende Freigabe für mich parat. Und so waren es in der Vergangenheit bei mir halt anfangs mal Michelin, den Pilot Road 4 und jetzt die ganze letzte Zeit eigentlich durchgängig Dunlop Road Smart 3. Gab es entsprechende Freigabe von dem Hersteller, musste ich nur einstecken und dann konnte ich hinten diese abweichende Größe fahren. Alles gut. Bis Ende letzten Jahres, wo dann halt eine Neuregelung irgendwie stattgefunden hat und ab da muss sozusagen jetzt bei Abweichungen von der Reifengröße der TÜV ran und in den meisten Fällen muss halt was eingetragen werden. Alle aufgeschrien, reine Abzockerei und ich kann das bei dem, was ich jetzt da so mir angeguckt habe, kann ich das halt nur bestätigen. Wie gesagt, eigentlich war das Thema ja schon durch. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen rausretten können, weil es gab sozusagen so eine Übergangslösung oder so eine Übergangszeit, wo es dann hieß, Reifen, die noch in 2019 produziert worden sind, für die gelten sozusagen noch diese alten Reifenfreigaben vom Hersteller. Und ab 2020 gilt dann halt diese Regelung, wenn es abweicht und dann muss es sozusagen beim TÜV entsprechend eingetragen werden. Und wie gesagt, da geht es für mich ja eigentlich schon los mit dieser Abzockerei. Das hat nichts irgendwie mit Sicherheit zu tun bei der ganzen Geschichte, sondern ich meine, ist ja klar, die Reifenhersteller haben jetzt da in der Nacht vom 31.12.2019 auf den 01.01.2020 ihre komplette Mischung alles umgestellt von dem Reifen, sodass der am nächsten Tag nicht mehr gültig ist, die am nächsten Tag produziert worden ist. Also es ist eigentlich reiner Bullshit und das ist einfach nur Kohlemacherei und es ist eine schlechte Kohlemacherei, weil das Geile ist ja eigentlich, ich meine, darüber haben sich damals ja auch viele beschwert, der Reifenhersteller hat diese Tests auf einer Teststrecke gemacht mit entsprechenden Motorrädern. Ich meine, kein Reifenhersteller wird sich da hinstellen, sagen, hör, es passt schon, unterschreibt das irgendwie und gibt so Reifen raus, wenn der das vorher nicht probiert hat. Ja, das heißt, die haben da richtig Arbeit reingesteckt, aber das gilt jetzt nicht mehr. Nee, das passt nicht, die haben ja keine Ahnung, das muss der TÜV machen. Ja, was macht denn ein TÜV-Mensch? Ihr fahrt da hin mit einem Reifen, sagt, hier ist abweichend, dann fährt er einmal über den Hof, sagt, ja, das passt und das ist dann besser. Beziehungsweise, wenn er das halt nicht machen soll, ich weiß nicht, wie abartig dann diese TÜV-Prüfung ausfallen soll und was die kosten soll. Ja. Letztendlich, und das ist meine Erfahrung jetzt da aktuell, ist es dann ja so, dass der TÜV sagt, ja, da hätten wir jetzt da gerne ein entsprechende Freigabedokument oder so eine Bestätigung vom Motorradreifenhersteller, dass das funktioniert. Hallo? Hat er doch die ganze Zeit gemacht und jetzt müsst ihr nur noch Geld dafür nehmen, dass ihr dann sagt, stimmt, ja, das gemacht, tragen wir jetzt ins Papier ein, nehmen wir Kohle für. Und das ist ja auch noch nicht mal so ganz so einfach. Ich habe jetzt mal nachgefragt, weil ich hatte dann so die stille Hoffnung, jetzt zu sagen, okay, dann beiße ich jetzt halt einmal in den sauren Apfel, gehe da hin, 190, 55, 17, lass mir das eintragen in die Papiere, dass die Größe auch passt. Und dann ist das erledigt und dann habe ich nämlich auch den Vorteil, dann kann ich jetzt wirklich auch von den anderen Herstellern, die die ganze Zeit noch nicht die Freigabe hatten, speziell für meine Monster, kann ich jetzt auch die entsprechenden Sport-Touring-Reifen in der Größe fahren. Aber natürlich Pustekuchen, ne?
ist nicht. Das heißt, wenn dann das eingetragen wird, wird das speziell für diesen Reifen eingetragen. Man hat mir dann so ein bisschen die Hoffnung gemacht, ja, dass wenn ich jetzt da mir dann diese abweichende Größe eintragen lasse von einer bestimmten Reifenmarke, habe dann eine andere Reifenmarke in der entsprechenden Größe, für die ich dann aber auch eine Freigabe oder beziehungsweise diese Unbedenklichkeitsbescheinigung wiederum habe, dann könnte es vielleicht auch reichen, dass ich dann halt sozusagen die Größe von einer anderen Marke im Schein stehen habe und von der wiederum anderen Marke jetzt den Zettel im Geldbeutel habe, dass ich halt hier, dass das auch passt, so nach dem Motto. Aber das ist dann halt auch wieder so ein Spielchen, will man das ausprobieren, wenn man jetzt irgendwo angehalten wird und dann anfangen zu diskutieren und hat dafür vorher schon, ich glaube, an die 150 Euro für die ganzen Eintragungen und schieß mich tot da entsprechend gelatzt. Nee, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Also, wie gesagt, im Moment stinkt es mir wieder mal richtig gewaltig, die ganze Chose. Und für den Moment gehe ich dem Ganzen jetzt halt nochmal aus dem Weg. Wie gesagt, Ende 2019 habe ich mir schnell noch einen Satz gekauft von meinen Reifen. Den habe ich dann auch irgendwie Januar beziehungsweise jetzt im Mai montiert, aber die sind jetzt halt dann auch schon wieder entsprechend durch. Jetzt muss ich wieder wechseln und wie gesagt, diese Lösung mit der Eintragung, das gefällt mir im Moment noch nicht. Ich wäre bereit, die Kohle auszugeben, wenn ich halt wirklich dann drinstehen hätte. 190, 55, 17 passt auch, kann ich egal wie sozusagen bei der anderen Bereifung auch nehmen, was auch immer in der Größe verfügbar ist und drauf machen und peng und gut ist. Aber so habe ich da nicht wirklich Bock drauf, also gehe ich jetzt ja auf die Sportreifen wieder erstmal, zumindest für den nächsten Satz. Und habe mir jetzt da rausgesucht die Dunlop MK3. Da hat man mir so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass auch die Laufleistung ganz okay ist. Ich werde mich überraschen lassen. Mal gucken, was bei rauskommt. Und dann schauen wir mal, was sich in Zukunft in der Richtung noch tut. Ich habe mich sogar jetzt da nochmal aufgedacht und habe mal an Ducati geschrieben. Habe gesagt, hier Leute, ich habe jetzt eigentlich 50.000 Kilometer fast mit dieser abweichenden Größe gefahren. Also offensichtlich passt das ja auch nicht. Ich habe auch mindestens zwei Hersteller, die das entsprechend mit einer Bescheinigung die ganze Zeit bestätigt haben. Könnt ihr nicht irgendein Schreiben da rausgeben oder den COC entsprechend abändern von der Munster? Dieses Certificate of Conformance oder wie das Ding heißt, dass er da drin auflistet, dass auf der Monster halt 180, 60, 17 und 190, 55, 17 passt. Weil dann wäre die Chose nämlich auch erledigt, dann kann man sich das entsprechend eintragen lassen und dann passt es auch. Bin mal gespannt, ob da was kommt. Ein bisschen Hoffnung habe ich auch, dass jetzt da einer von euch sozusagen aufschreien sagt, hey, das ist ja totaler Blödsinn, den du da wieder erzählst. Das geht viel einfacher, ich habe das schon gemacht. Bla, so geht das. Da wäre ich natürlich auch echt happy drüber. Mal schauen, ob irgendwas davon passiert. Bis dahin nervt es mich einfach. So, und jetzt melde ich mich nochmal aus meiner Zeitblase zurück. Wie gesagt, alles, was ich jetzt soweit erzählt habe, ist immer noch richtig. Ich reg mich immer noch auf. Ich habe also meine Dunlop MK3 bestellt, die sind auch mittlerweile geliefert worden, aber dann ist was recht Lustiges passiert. Zu dem Zeitpunkt, wo ich halt noch so die Einstellung hatte, da muss ich halt einmal in den sauren Apfel beißen und muss diese Eintragung machen lassen, aber dann kann ich ja im Prinzip fahren, was ich will, für also Marken mit diesem 190, 55, 17. Das ist ja cool, dann kann ich halt auch mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Und da kam mir in die Quere eine Promotion-Aktion von Metzler.
und die bewerben da ihren neuen Sport Touring Reifen und haben halt dementsprechend auch nach Leuten gesucht, die sich da melden. Da wurde dann verlost 33 mal insgesamt so ein Satz von den Reifen, und von den 33, die ausgelost wurden, sind dann nochmal 10 gezogen worden, die sozusagen so ein bisschen Tester offiziell werden für den Reifen. Und da habe ich mich dann halt gleich erstmal mit beworben wieder. Dachte mir auch, guck mal hin, haben wir gleich mal wieder einen neuen Reifen, den wir ausprobieren können. Wie gesagt, nachdem ich dann aber so mal geguckt habe, wie das denn so läuft mit der Eintragung und so weiter, da hatte ich das ja für mich so innerlich ein bisschen abgehakt und habe gesagt, na gut, dann nehme ich jetzt halt wieder mal einen Sportreifen und lass noch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Und dann gucken wir, ob sich in der Zeit was ändert, und dann fährst du jetzt halt mal wieder einen Sportreifensatz. Und hat das Ganze komplett ausgeblendet. Lustigerweise habe ich dann irgendwo einen Post gesehen, ich glaube auf Instagram, von Run Riot oder wie auch immer er sich da am liebsten ausspricht. Run Riot. Der da gepostet hat, hey, im Nasty Nils Video, also das macht Metzler zusammen mit 1000 PS TV. Da hat dann der Nasty Nils in einem Video die Gewinner verkündet, und der Run Riot hat dann wie gesagt, hey, ist geil, da seinen Namen zu hören, da bin ich dabei. Und ich dachte mir noch so, hey, cool, hat es endlich mal einen richtigen erwischt hier, einen aus unserer Community. Der ist also auch auf dem im Forum immer mal unterwegs, oder im Discord habe ich ihn schon gesehen. Also denke ich, da passt mal, und habe mir aber immer noch keine Gedanken weitergemacht, bis ich dann am Donnerstag oder Freitag letzte Woche eine E-Mail gekriegt habe von Metzler. Hey, wie du ja in dem Video vom Nasty Nils schon gesehen hast, bist du auch dabei, und du bist sogar einer von den 10, die halt hier Tester sind. Und ich so, oh, geil. Hups. Also, ja, freut mich, klar. Jetzt war natürlich dann erstmal wieder, oh Mist, jetzt muss ich mich da doch irgendwie um diese Eintragungsgeschichte kümmern. Weiter will ich da jetzt aber noch nicht erzählen. Wie gesagt, das erfahrt er dann in der nächsten Woche, wie das gelaufen ist. Ich habe zumindest jetzt da überall grünes Licht, soweit man das haben kann. Ich habe also einen Termin fürs Reifen aufziehen. Ich hoffe, die Reifen werden rechtzeitig geliefert, weil natürlich die Termine in der Werkstatt für sowas sind auch recht eng. Ich habe einen Termin für die TÜV-Abnahme, dass ich halt hinten die Einzelabnahme kriege. Ich meine, das kostet mich jetzt definitiv halt wieder Geld, aber dadurch, dass ich ja die Reifen von Metzler gesponsert kriege, dann habe ich halt das Budget sozusagen über, um das in die Eintragung zu stecken. Es wird voraussichtlich nicht diese Eintragung, die ich mir wünsche, sondern halt einfach eine Einzelabnahme für die Reifen, dass ich die halt zumindest drauf fahren darf und keine Probleme kriege, wenn ich irgendwie angehalten werde. Weil, wie gesagt, die Größe an sich und Größe, Speed-Index, Load-Index, das stimmt ja alles, fahre ich ja schon seit mehreren Jahren hier auf dem Stück. Da sollte es also keine Probleme geben. Und ich bin dann mal gespannt, wie der Reifen sich schlägt, und ihr hoffentlich auch. Und ihr hoffentlich dann auch interessiert an der Geschichte, wie das jetzt dann, wie die Reifen wirklich drauf kommen und das mit der mit der Abnahme läuft und wer mir dabei geholfen hat. Also bleibt gespannt. Für diese Woche soll es das jetzt endgültig gewesen sein. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Vielleicht habt ihr ja sogar ein paar Tipps für mich schon in der Zwischenzeit noch. Tja, und damit bleibt mir dann wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.